bin Rief Althuis, 27, aus Altdorf. Ich kandidiere für die FDP Altdorf als Vertreter der Jungfreisinnigen Uri. Ich studiere Politik und arbeite als Projektleiter im Bereich Eventmanagement. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und spiele Golf. Ebenfalls gehe ich gerne auf Reisen. Meine größte Stärke ist, dass ich Probleme erkennen kann und in einer nützlichen Frist kann Problemlösungen ausarbeiten kann. Meine größte Angst ist, dass die Politik nur noch schwarz und weiß bzw. links und rechts kennt und die Konsenspolitik, die die Schweiz so stark gemacht hat, immer mehr vergessen geht. Ich bin stolz auf den Kanton Uri, weil die Bevölkerung einen super Zusammenhalt hat. Mich stört im Kanton Uri, dass es eine immer stärker werdende Polarisierung gibt und die Eigenverantwortung der Einwohner immer stärker untergraben wird. Ich will Landrat werden, weil ich den jungen, liberalen Einwohnern vom Kanton Uri die Möglichkeit geben möchte, in die öffentliche Debatte einzugreifen. Also Yves, du stehst ja nie auf der Liste der FDP. Bist du nur ein Listenfehler? Nein, das ist eigentlich nicht das Ziel. Unser Ziel ist eigentlich schon, dass man auch die Jungen einbindet in die öffentliche Debatte. Und von dem her sieht man es auch an meiner Listenposition, dass ich nicht einfach nur ein Listenfüller bin. Wieso soll man dich als erstes auf die Wahlliste schreiben? Ja, da gibt es sicher mehrere Gründe, wieso man nicht drauf schreiben. Einerseits würde ich gerne den Jungen ein Gefäß geben, auch wie ihre Anliegen gegenüber den Erwachsenen können darstellen. Dann weiter haben wir im Kanton Uri in den nächsten Jahren grossen Bedarf auch an Freizeitaktivitäten bzw. Freizeitmöglichkeiten und in den zugehörigen Anlagen, wo jetzt schon die Vereine an die Grenzen kommen. Und dort ist sicher auch der Kanton, der jetzt etwas machen soll und dort auch die Entwicklung gewährleisten soll. Also kannst du mir bitte eine konkrete Sache sagen, die du in den nächsten Jahren aus Landrat bewegen willst? Eines meiner Kernthemen wird sicher die Entwicklung im Sportbereich sein. Da ist ja das Sportgemeinschaftszentrum, das schon länger jetzt in der Debatte ist. Und dort muss man schauen, was sinnvoll ist, was man umsetzen kann und so auch die Vereine können unterstützen können. Nicht nur von der Gemeindeseite, sondern auch von der Kantonsseite. Dort ein bisschen Druck machen. Ja, du bist als Student und arbeitest noch nebenbei. Spielst Fußball und noch Golf. Das klingt für mich nach recht viel. Hast du da aber halt Zeit und Lust, irgendwie dich im Landrat einzubringen? Ja, ich habe mir die Gedanken auch gemacht. Und ich muss sagen, die Aktivität im Landrat komplettiert das Ganze eigentlich. Es hat Zeit, dass ich dann bei gewissen Vereinen ein bisschen zurücktreten muss. Aber dann eigentlich meinen Fokus mehr auf den Landrat setzen. Und dann halt meine Vereine auch unterstützen mit parlamentarischen Debatten. Aber wie schon gesagt, der FC Altdorf ist natürlich klar, auch mit der Sportanlage und eigentlich auch von dieser Seite ein bisschen die Vereine unterstützen und nicht unbedingt immer auf dem Platz stehen. Jetzt kommen wir doch ein bisschen zu den thematischeren Fragen. Findest du es richtig, dass die Kantone versuchen, mit tiefen Steuern für Reiche aneinander die Steuerzahler wegzunehmen? Darunter leiden ja vor allem die mit weniger Geld. Ist das dir gleich? Ja, man muss natürlich sehen, das ist eine relativ programmatisch gestellte Frage. Ich denke, das Steuergesetz in der Schweiz ist sehr fair. Mit der progressiven Steuer haben auch die höher Verdienenden mehr Steuern zahlen. Und von dem her finde ich den Steuerwettbewerb eigentlich gut von den Kantonen. Gerade für einen finanzschwächeren Kanton wie der Kanton Uri ist es natürlich eine Chance, sich gegenüber von der Stadt auch durchzusetzen und zwar können, besser verdienende Leute in den Kanton Uri zu holen und so quasi auch die Steuereinnahmen generieren. Was ist denn mit den Leuten, die etwas weniger verdienen? Ja, aber durch die progressive Steuersatz, den wir haben, sind ja eigentlich die weniger Verdienenden schon eigentlich besser gestellt als die mehr verdienen. Aber man muss natürlich auch die Familie kennen, stärker unterstützen, da gebe ich sicher recht. Und dort muss man sicher auch den Fokus setzen. Wie sieht denn so eine Unterstützung für die Familie für dich aus? Ja, das ist jetzt schwierig so. Es ist relativ schwierig, einfach etwas zu sagen. Das muss man nachher mal anschauen. Sind wir denn im Kanton Uri mehr Krippenplätze schaffen? So wie ich gehört habe, hat es im Kanton Uri eigentlich relativ viele Krippenplätze,
die noch frei sind. Und man sollte einfach die Krippe sicher ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt schon Unterstützung von der Gemeinde für die Krippenplätze. Mhm. Und das wird relativ wenig genutzt, so wie ich vom Beispiel von Altdorf mitbekommen habe. Und ich denke, dort sollen wir eigentlich den Ansatz legen, dass man die Familie so stärker informieren kann, dass sie auch von der Gemeinde unterstützt werden, falls sie die Kinder in die Krippe bringen. Wir kommen jetzt schon zu der letzten Frage. Die FDP ist ja ein Partei von der Banker und von der Reichen. Kandidierst du genau wegen dem für diese Partei? Ich würde nicht sagen, dass die FDP Partei ist von der Banker und von der Reichen, sondern die FDP ist eigentlich Partei von der Liberalen. Ich bin eher der Meinung, dass man gesellschaftsliberal sein soll. Und dort werde ich eigentlich meinen Fokus setzen, die Gesellschaft liberalisieren. Und da ist sicher noch viel, viel Potenzial im Kanton Uri. We'll be right back.